Geld selber zu produzieren, statt sich auf andere zu verlassen. Darum geht es in diesem Video. Du hast selber die Nase voll, 20, 30% deines Lebens zur Schule zu gehen, dich abzumühen, um dann wiederum die Hälfte deines Lebens mit einer 40-Stunden-Woche zu verbringen, die höchsten Steuern der Welt zu zahlen, die höchsten Energiekosten der Welt zu zahlen, die höchsten Sozialabgaben der Welt zu zahlen, um am Ende dann die unterdurchschnittlichste Rente in der EU zu kriegen. Kann das alles sein? Und ich sage dir nein. Deswegen musst du dir dieses Video anschauen. Es geht um 11 geniale und einfache Tipps, wie du das für dich ändern kannst, genau wie ich das für mich geändert habe. Du willst gutes Geld verdienen, aber auch nur normale, vernünftige Steuern zu zahlen, dann bist du auf diesem Kanal genau an der richtigen Stelle. Das ist der Kanal für die Immobilieninvestoren und vor allem für die Smarten, die verstehen, wie man Geld richtig einsetzt, um das Bestmöglichste für sich selber und seine Familie rauszuholen, aber auch einen Nutzen für die Gesellschaft zu leisten. Wir schaffen hier langfristige Werte und die Regierung motiviert uns, das zu tun, denn der Wohnraum in Deutschland ist knapp. Gerade aktuell, wo weitere Menschen hier Unterkunft suchen, Flucht suchen aus anderen Ländern, aus Krisengebieten, wird der Wert einer Immobilie viele erst so richtig klar. Ja, welche Tipps habe ich nun für dich? Ich habe mir hier einige aufgeschrieben. Was du machen kannst, wie du starten kannst, für dich und deine Familie gutes Vermögen aufzubauen. Tipp Nummer 1, aktuell habe die Inflation im Auge. Die Inflation ist sowas wie eine Extra-Sonder-Supersteuer, die momentan jeden Monat gefühlt von der Europäischen Zentralbank, also vom Regierungsverbund, erhöht wird. Das heißt, der Wert oder die Aufbewahrungsfunktion des Geldes hat stark abgenommen. Oder es ganz einfach auszudrücken, Cash wird immer mehr Trash. Dementsprechend sollte dein Fokus darauf liegen, das Geld, was du monatlich verdienst, so schnell wie möglich in solide, langfristige Anlagewerte zu investieren. Und genau das ist die Challenge aktuell. Und das bringt dir den Mehrwert, den entscheidenden Vorteil aktuell auf dem Markt. Zweiter Punkt. Du solltest extrem Acht geben auf deine eigene Kostenstruktur. Das heißt, es geht darum, seine eigene Kostenstruktur zu hinterfragen, seine Versicherungen zu hinterfragen, ob man nicht wirklich vielleicht sich auch wohntechnisch verkleinern kann, ob man nicht schauen kann, wo man in der Wohnung Energie sparen kann. Auch kleine Sachen helfen. Haben wir überall schon Energiesparlampen eingebaut? Vielleicht kannst du auch einen zusätzlichen Holzofen bei dir in deiner Wohnung einbauen. Überlege dir alles. Wie kannst du deine Kostenstruktur reduzieren? Vielleicht ist es doch nicht so schlecht, ab und zu öfter mal öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen oder mit dem Fahrrad zu fahren oder näher an den Arbeitsort zu ziehen. Denn aktuell kommt es einem ja so vor, dass wenn man an die Tankstelle fährt, man müsse einen Kredit aufnehmen. Und obwohl Russland fröhlich Gas und Öl produziert, steigen die Preise ins Unermessliche. Aber das war auch schon vor der Ukraine-Krise so. Im Moment werden wir von der Regierung, denn wenn du dir anguckst, wie sich die Kosten zusammensetzen, werden wir von der Regierung ganz schön massiv geschröpft für ihre Pläne, aber nicht für unser Leben. Das heißt, hinterfrage deine Kostenstruktur. Was kann weg? Wie kannst du so leichtfüßig wie möglich stehen? Denn dann hast du mehr zum Investieren. Nächster Punkt. Lagere dein Geld nicht in Geld. Also anders ausgedrückt, wenn du arbeitest, du bist fleißig, du verdienst Geld, dann macht es immer weniger Sinn, sein Geld in Fiat-Geld, also in Staatsgeld zu horten. Das heißt, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, versuche dein Geld so schnell wie möglich in Gold umzutauschen oder in vielleicht digitale Währungen umzutauschen, um nicht Opfer der neuen Sondersteuer zu sein, der sogenannten Vermögensteuer auf Geld der aktuellen Inflation. Fünftens, ganz wichtiger Punkt, baue dir ein Netzwerk auf von Freidenkern, von Menschen, die sich selbstbestimmt
definieren, die einfach nur in Ruhe leben wollen, die keine Lust haben, dass ständig sich der Staat irgendwie überall einmischt und die versuchen, ihr eigenes Konzept, durch ihr eigenes Netzwerk voranzukommen, indem sie versuchen, in dem System für sich selber wieder Freiheit zu schaffen. Das heißt, baue dir ein Netzwerk von coolen Leuten auf, die mit dir zusammen an einem Strang ziehen, mit denen du dich austauschen kannst. Das ist die Idee dieser Supermind, dieser Mastermind, sich mit Menschen zusammenzutun, die ähnlich denken wie einen selber, sich auszutauschen, sich gegenseitig zu stützen, sich gegenseitig zu informieren, das spart Zeit und bringt enorm voran. Versuche doch wirklich mal wieder ein Buch zu lesen und du wirst feststellen, wenn du es länger schon nicht mehr getan hast, wie schwer dir das fällt, weil wir nicht mehr üben, nicht mehr lernen, uns auf eine Sache zu fokussieren, sich auf eine Sache zu konzentrieren und die voranzubringen. Wenn du wieder anfängst zu lesen, verspreche ich dir, wird das ganz viele positive Effekte auf dein Tun und auf dein Leben haben. Dann Reise. Ja, Deutschland hat sich natürlich entschieden, keinen Fokus mehr auf Leistung, wirkliche Problemlösungen, Freiheit und technischen Fortschritt zu setzen. Wir fokussieren uns auf Selbstverwaltung, auf Belehrung anderer, auf Umverteilung. Und deswegen ist gerade der Besuch von eher fortschrittlicheren Ländern, Ländern, die vielleicht freiheitsorientierter sind, als wir selber zurzeit Gold wert, um einfach auch mal zu sehen, wow, es kann auch anders laufen und sich dort inspirieren zu lassen und zu verstehen, welche Verbesserungsmöglichkeiten du vielleicht hast für dich und dein Leben. Auch sind wir im Prinzip nicht nur auf Deutschland fixiert. Wir sind hier aktuell nicht gefangen. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, wow, du wirst immer mehr bevormundet und brauchst einfach mal wieder Freiheit, um mal wieder durchschnaufen zu lassen, empfehle ich dir wirklich in Reisen zu investieren. Ich sage aber nicht Pauschalreisen, sondern buche im Internet deinen Flug selber, suche dir ein günstiges Hotel und schaue einfach über deinen Tellerrand hinaus, lass dich neu inspirieren, um dich weiterzuentwickeln, andere Menschen kennenzulernen, die genau den gleichen Wunsch nach Freiheit haben, den du wahrscheinlich auch verspürst und den ich auch verspüre. Dann, ja, übe dich, ganz wichtig, im Konsumverzicht und beginne zu investieren. Denn Konsum bringt dir nicht das Seelenheil. Wenn du nach Heil suchst, wenn du nach Glück suchst, dann suche nach Freiheit. Geld ist nicht wichtig, aber Geld ist wichtig, um Freiheit zu bekommen. Denn die Leute, die zum Beispiel in der Corona-Zeit eine abbezahlte Wohnung hatten und für 1-2 Jahre Fuck You Money, also so viel Erspartes auf der Seite, dass sie 1-2 Jahre leben konnten, die konnten sich diesen Verengungen und diesen Problemen, die es da gab und der Einschränkung des eigenen Lebens wunderbar entziehen. Das heißt, wir brauchen Geld, das uns Freiheit gibt, uns vor den Zwängen von Systemen befreien zu können. Das heißt, betreibe heute lieber Konsumverzicht, kauf dir keinen Blödsinn, sondern investiere dieses Geld in deine Freiheit und in die Freiheit deiner Familie. Das ist wichtiger denn je. Auch in der Ukraine sehen wir das. Die Menschen, die über Geld, über Netzwerke verfügen, die können sich einfach aus dem Staub machen und den Problemen entgehen, was Gold wert ist und auch dein Leben retten kann. Was haben wir noch? Ja, Immobilien sind das größte Investment eines jeden Landes. Wir werden in Immobilien geboren, wir fahren über eine Immobilie, leben in Immobilien und sterben in Immobilien. Das heißt, wenn du noch keine Ahnung hast von Immobilieninvestment, dann ist es jetzt Zeit, es zu lernen. Ich kann durch das Abonnement von Kanälen wie diesen, aber auch indem du Fortbildungen besuchst oder dich mit anderen triffst, die ähnlich denken wie du selber oder vielleicht einfach auch mal auf unsere Nordzypern-Community-Tour mitkommst. Das heißt, erweitere deinen Horizont, lerne, wie man mit Immobilien Geld verdienen kann, versuche dir statt der Rente vielleicht eine Mieteinnahme aufzubauen. Eine Mieteinnahme ist auch wie eine permanente Rente, die jeden Monat kommt, aber ja, um in dieses Spiel einsteigen zu können, musst du erstmal eine niedrige Kosteninfrastruktur haben, du musst Konsumverzicht betrieben haben, du musst versuchen, Geld auf die Seite zu bringen, du musst. Das ist keine freiwillige Geschichte. Du kannst dir nicht entscheiden, ob du es machst oder nicht, denn wenn du es nicht schaffst, sekundäre Einkommensströme für dich zu erarbeiten, wirst du immer abhängig sein vom Arbeitgeber oder vom Staat und das macht definitiv nicht glücklich, da kann ich dir nur etwas anderes empfehlen. Ja, denke ganz wichtig,
über deine Rente nach. Lass dir doch mal ausrechnen, welche Rente du heute beziehen würdest, wenn du in Rente gehst. Und dann zieh doch dort mal die Inflation ab. Ja, aktuell erhöhen sich die Renten weiter, aber die Frage ist doch, wer zahlt die denn eigentlich? Denn die Löhne erhöhen sich nicht höher als die aktuelle Inflationsrate. Das heißt, ja, gucke wirklich mal, schaue genau hin, halte es aus, guck, was du an Rente kriegst, zieh mal den Inflationsnachteil ab, denn dann wird dir richtig offenbart, dass du etwas tun musst, wenn du dein ganzes Leben lang bis zum Ende ein gutes und schönes Leben haben wirst. Das heißt, du hast gar nicht die Wahl, dich zu entscheiden, ob du investierst oder ob du nicht investierst, sondern du musst investieren, wenn du auf Dauer ein gutes Leben haben willst. Du brauchst andere Standbeine, um davon leben zu können. Elftens, wir werden ein Jahrzehnt von Inflation zu erwarten haben, von zu hohen Steuern, von einem übergriffigen Staat, der sich überall einmischt. Das wird zu Arbeitslosigkeit führen, zu zunehmender Spaltung der Gesellschaft, es wird zu Verwerfungen führen und das sehen wir überall. Diesmal in den 70ern was anders, da hat sich die Regierung dazu entschieden, weniger Staat, mehr Freiheit für die Bürger, mehr Freiheit für die Unternehmen, mehr Freiheit für den Markt. Aber aktuell erleben wir das Gegenteil. Wir sehen seltsame neue Vorschriften, komische Regelungen, seltsame Verhaltensweisen, komische Unterstützung der Bürger. Auf der anderen Seite soll es Tankzuschüsse geben, aber wiederum auf der anderen Seite kündigt der Lauterbach an, jetzt wieder unsere Krankenversicherungsbeiträge zu erhöhen. Das heißt, auf der einen Seite gibt man dir, auf der anderen Seite nimmt man dir, weil das System doch momentan schon ziemlich kriselig dasteht. Also wir haben aktuell nichts, meiner Meinung nach, nichts besonders Gutes zu erwarten und jetzt, spätestens jetzt, solltest du verstanden haben, dass es Zeit wird, sich um dich selbst zu kümmern, zu schauen, hey, wie kann ich mich und meine Familie da rausziehen, zu starten, zu investieren, in inflationssichere Sachen zu investieren. Darüber habe ich ja gerade ein Video gemacht, das letzte Video, ich verlinke es euch hier nochmal drunter, damit du ganz klar sehen kannst, in das musst du investieren, damit du im Moment nicht zu den Oberverlierern gehörst. Denn in Zeiten der Stagflation verlieren wir alle. Das ist mal ganz klar. Es gibt wenig Gewinner in dieser Phase, denn wir bekommen eine Rezession, einen wirtschaftlichen Abschwung. Bei steigender Inflation, bei steigenden Preisen, anders ausgedrückt, es bleibt viel weniger über am Markt zum Verteilen. Was auch sehr wahrscheinlich mit unserem aktuellen Regierungssystem zu weiter höheren Abgaben und, ich sag mal so, Gebühren und Steuern führt, durch die Hintertür, weil direkt kann man das natürlich nicht mehr kommunizieren, denn wir sind ja schon an der aktuellen, absolut höchstmöglichsten Decke der Steuerzahlung angelangt. Jetzt muss ja auch langsam mal Schluss sein, weil sonst macht irgendwann Arbeiten überhaupt keinen mehr Spaß mehr. Denn wenn man mehr als die Hälfte abgibt, und da sind wir ja mittlerweile, wenn man die Mehrwertsteuer auch noch mit dazu nimmt, dann macht das hier irgendwann ja als Leistungsträger überhaupt keinen Fun mehr. Und da hast du im Prinzip nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst oder du hast drei Möglichkeiten. Du arbeitest weniger und sagst, ich komme damit klar. Oder drittens, du überdenkst deine Lebenskosteninfrastruktur, du versuchst ganz wenig auszugeben, so viel wie möglich, wie es in diesem System halt noch geht, auf die Seite zu bringen, um dir die Freiheit wiederzuholen, die du so vermisst. Und mit dieser Freiheit kannst du dann selbst entscheiden, wo will ich leben, wie will ich leben, mit wem will ich leben. Du kannst dir deine Freiheit wieder zurückholen, indem du für dich selber einstehst und selber Verantwortung übernimmst für deinen eigenen Vermögensaufbau. Jetzt kommt Punkt 11 und danach eines der wichtigsten Statements. Punkt 11 heißt, sei misstrauisch gegenüber jede Form von Medien, von Institutionen, die den Anspruch haben, für dich die Welt zu sehen, für dich die Welt zu filtern und sie für dich zu interpretieren. Denn alle Medien sind interessengeleitet und arbeiten im Auftrag ihrer Geldgeber. Fange an, selber nachzudenken. Fange an, mit eigenen Augen zu sehen. Und glaube nicht, was man dir vorsetzt, sondern glaube das, was du fühlst, was du spürst und was du denkst, was richtig ist
und lasse dir die Statistiken zeigen, lasse dir die Auswertungen zeigen, schaue, welche Informationen du selber generieren kannst, denn das ist der Weg. Für mich ist ein guter Journalist derjenige, der keiner mag. Ein schlechter Journalist ist derjenige, der immer das eigene Bezahlsystem, die eigene Regierung abfeiert. Völlig unnötig, dieses System, und nur gut für Menschen, die sich einlullen lassen wollen. Jetzt das Statement. Ich persönlich glaube, wir stehen vor einem Paradigmawechsel, einer Zeit, die geprägt ist von Miteinander, von Liebe. Immer mehr begegne ich Menschen, die anfangen aufzuwachen, die sich die Frage stellen, ist dieses System, in dem ich mich befinde, noch gut für mich oder bin ich nur noch ein Diener dieses Systems? Es geht nicht darum, der Sklave eines Systems zu sein und so zu sein, wie eine Regierung uns als Bürger haben will, sondern es geht darum, du zu sein, ich zu sein, die Individuum mit unseren Stärken und Schwächen, wie wir eigentlich sind. Und das beginnt schon, finde ich, bei unserem maroden Schulsystem, wo man zunehmend versucht, das Runde ins Eckige zu hauen, statt die Talente und die Fähigkeiten des Einzelnen zu nutzen für das Wohl unserer Gesellschaft. Das Gute ist, ich begegne immer mehr Menschen, die aufwachen, die das genauso sehen, die sich eingeengt fühlt in diesem System, die eigentlich gar nicht wissen, warum sie anfangen, depressiv zu werden, warum es ihnen immer schlechter geht. Aber die Antwort ist ganz einfach. Wir verlieren täglich unsere Freiheit. Wir sind ein Stellenprofil als Arbeitnehmer, eine Art Lohnsklave. Wir sind eine Art bürgerliches Stellenprofil in unserem Staatssystem, und mit jeder Regel, mit jeder Vorschrift wird es für uns selber, unsere Seele, unseren Geist, für unser Herz immer enger, und zwar so eng, dass es immer weniger Menschen Spaß macht, in diesem System zu leben. Aber die Systeme haben ein Problem, denn sie haben Selbsterhaltungsfunktion. Nehmen wir das System Deutschland, 30% der Menschen, ich nehme jetzt meine Zahl, beziehen Rente, also sind abhängig von diesem System. Wiederum 30% oder 20% bekommen Sozialhilfe oder Unterstützung. Das heißt, sie sind wiederum abhängig von diesem System. 10% arbeiten für dieses System und bekommen von diesem System Geld. Das heißt, 70%, 30, 30, 10 sind das System oder partizipieren vom System und haben auch Interesse, dieses System maximal zu erhalten. Und die 30%, die überbleiben, die bezahlen eben das ganze System, und die werden ausgebeutet. Denn wenn wir ein halbes Jahr arbeiten und ein halbes Jahr Steuern zahlen, dann werden wir ein halbes Jahr ausgebeutet und ein halbes Jahr sind wir freiheitlich unterwegs. Und wenn das System halt einfach nicht mehr schmeckt und wir trotzdem aber immer mehr Steuern für dieses System zahlen müssen, dann fangen wir an, immer unzufriedener, frustiger und grantiger zu werden. Und das ist ganz normal. Und da bist du auch überhaupt nicht alleine. Das geht immer mehr Menschen so. Und deswegen verschwinden halt auch immer mehr Leistungsträger. Und das System fängt an zu bröckeln. Und das ist gut so. Denn so haben wir die Chance, das System zu ändern. Und das System merkt ja selber schon, dass es immer mehr Schwächen hat. Und es sucht sich auch immer mehr Aufgaben. Und zwar Aufgaben, in denen dieses System überhaupt nichts zu suchen hat. Es geht um Freiheit, es geht um Zufriedenheit, es geht darum, unsere Lebensmissionen zu erfüllen. Und zwar jedem, die Einzelnen, und freiheitlich und mit Respekt zusammenzuleben. Und ich habe das Gefühl, mittlerweile erreichen wir einen Punkt, wo das immer wahrscheinlicher wird. Und eines der besten Beispiele, wo man es sehen kann, ist, wie schon gesagt, im Russland-Ukraine-Krieg. Hier erfahren die Menschen auf beiden Seiten an der Basis immer mehr Solidarität. Die eine Gruppe, die vielleicht dazu gezwungen wird, in den Krieg zu führen, den sie aber gar nicht führen mag. Und die andere Gruppe, die im Prinzip Opfer ist, eines Angriffes. Hier wohnen ganz normale Menschen, die für ihr Eigenheim, für ihr Zuhause kämpfen, die einfach nur Freiheit haben wollen und in Freiheit leben wollen, wie immer die übergelagerten Interessen sein mag. Und egal, ob man vielleicht Russland übel mitgespielt hat oder auch nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Was man erkennen kann, ist, dass die Menschen zunehmend dieser Systeme
überdrüssig werden, die versuchen, sie zu kategorisieren und für sich zu instrumentalisieren. Und das halte ich persönlich für einen ganz tollen Trend. Und ich bin gespannt auf deine Meinung. Schreib unter das Video, wie du es siehst. Hast du das Gefühl, wir erleben gerade einen Paradigma-Shift mit einem kleinen positiven vielleicht auch Zusammenbruch, der eine Heilung hervorheben kann, denn wir Menschen brauchen ja oft die Backpfeife, um zu lernen, denn wenn alles gut läuft und seitwärts läuft, dann entwickeln wir uns ja meistens nicht weiter. So oft brauchen wir den Schmerz, wir brauchen die Lernerfahrung, um uns im Prinzip weiterzuentwickeln. Deswegen bin ich gespannt auf deine Meinung. Lass deinen Kommentar unten drunter. Wie denkst du, wird es weitergehen? Werden wir Menschen aufwachen? Neue gesellschaftliche Systeme entwickeln, freiheitlichere Systeme, oder gehen die weiteren Vorschriften, also die Versklavung und Einnordung und enger machen und weniger Freiheit, weniger Geist und Seele, gehen diese Systeme erstmal weiter. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Ansonsten wünsche ich dir nur alles Gute von unserer Nordzypern-Freiheitstour hier auf Nordzypern, und wir haben traumhaftes Wetter und heute Abend geht's los und wir freuen uns schon total auf die Teilnehmer, um wieder frei durchschnaufen zu können und das Leben hier zu genießen. In diesem Sinne, beste Grüße aus Nordzypern, dein Flo.